Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Attack on Titan, Folge 80 aufs Gesamte gesehen. Oh Leute, ganz ehrlich, kann diese Final Season eigentlich mal keine 10 von 10 Folge rausballern? Ne, ganz ehrlich, kann so weitergehen, Leute. Wirklich mega geil, was jetzt hier wieder abgeliefert wurde in dieser Folge. Wir haben einiges zu besprechen, wir haben auch wieder das ein oder andere zu erklären. So mittlerweile kommen mir meine Reviews auch eher wie große Erklärt-Videos vor. Ja, aber die Resonanz von euch ist ja gut. Es freut euch, dass ich das Ganze so mache. Und dementsprechend würde es mich auch freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Däumchen nach oben supporten würdet. Denn das ist eine kleine Geste von euch und die hilft mir und meinem Kanal natürlich ungemein. Genauso wie ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Ja Leute, diese Folge hat uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Hat auch so zwei essentielle oder drei essentielle Handlungspunkte gehabt, bei dem natürlich der mittlere somit ja das größte Spotlight bekommen hat. Wir fangen erstmal damit an, dass ich nochmal aus der letzten Folge etwas, ja, sag ich jetzt mal, klarstellen muss, weil viele da noch nachgefragt haben. Eren hat ja in der letzten Folge Grisha Jäger beeinflusst, seinen eigenen Vater beeinflusst. Das Ganze hat er ja auch gemacht, weil er durch die Zeit in Anführungsstrichen mit Sieg gereist ist, aber Eren und Sieg waren ja nicht wirklich präsent da. Eren macht in dieser Folge nämlich eine Sache nochmal ganz, ganz klar. Er sagt zu Sieg, dass er selber niemals in der Lage gewesen wäre, quasi durch die Zeit zu reisen zu Grisha, weil der Attack-Titan kann halt nur Erinnerungen, sage ich jetzt mal so, in die Zukunft sehen, aber er hat es natürlich schwierig, wirklich durch die Zeit zu reisen. Durch Sieg ist das aber quasi alles getriggert worden. Sieg hat durch seine, ja, Sorge, die er um seinen Bruder hat, weil er unbedingt seinen Bruder retten möchte, hat Sieg erst dafür gesorgt, dass diese Zukunft, die Grisha gesehen hat, diese Zukunft, die auch Eren dann dementsprechend gesehen hat, dass diese Zukunft überhaupt eintreten kann. Somit hat Sieg sich quasi, ja, selbst den Plan kaputt gemacht. Er hätte Eren einfach nur nicht durch die Koordinate begleiten sollen und dann wäre eigentlich alles gut gewesen. Ich denke, hoffe, das ist in der Folge auch nochmal ein bisschen klarer geworden. Aber Leute, wir haben natürlich noch einen ganz anderen Punkt, den wir hier gehabt haben. Wir haben nämlich zwischenzeitlich gesehen, dass Eren sich losgerissen hat mit einer echt heftigen Performance von Yuki Kaji, Leute. Alter, was war denn da los? Was war das denn für eine heftige Performance von dem Synchronsprecher von Eren, als er sich da von den Ketten losreißt, sich selber den Daumen abreißt und zu Ymir Fritz läuft. Und wir kriegen dann in dem Rahmen des Ganzen endlich den Ymir Fritz Flashback. Das war damals im Manga auch eine Sache, wo viele von uns lange drauf gewartet haben, den Ursprung der Titanen so ein bisschen zu erforschen, zu sehen, ja, wie kam das eigentlich zustande? Wie ist eigentlich die erste Titanenwandlerin entstanden? Und ja, erstmal muss man sagen, Ymir Fritz war ein ganz normales Mädchen in einem Dorf von vor 2000 Jahren. Ja, die Folge hieß ja auch An dich in 2000 Jahren, An dich natürlich gerichtet an Eren. Und das Dorf von Ymir Fritz wurde damals überfallen von, ja, Menschen, die sehr ähnlich aussehen, als könnten das germanische Stämme aus unserer Welt sein, sage ich jetzt mal so. Und fortan musste sie als Sklavin leben, die keine Zunge mehr hatte, ihr wurde die Zunge abgeschnitten. Und ja, jetzt kann man darüber reden, was hat alles in Attack on Titan ausgelöst. Der Joke wird natürlich nicht alt, es sind die Schweine, Leute. Ja, Ymir Fritz hat wahrscheinlich die Schweine freigelassen und durch das Freilassen der Schweine, ja, wurde sie dann vogelfrei und die Eldia, ja, so hieß das Volk damals auch schon, was so leicht wie die Germanen aussieht, dieses Volk hat dann Ymir gejagt. Sich so ein bisschen Spaß daraus gemacht. Es gab eine Hetzjagd bis zu dem großen Baum. Der Baum, der übrigens meiner Meinung nach im Anime nochmal viel imposanter aussieht. Der sieht nochmal viel krasser aus, als er es im Manga ausgesehen hat. Da kann man mal sehen, was die Bildgewalt eines Animes hier ausdrücken kann. Und hier ist es dann so, dass Ymir Fritz sich mit letzter Kraft in diesen Baum begibt, der auch von innen echt krass aussieht. Echt schön groß. Und dann fällt sie in ein Loch und fällt letzten Endes in eine Art Flüssigkeit, in ein Wasser. Und in diesem Wasser, Leute, trifft sie auf Spinecoon. Ja, liebe Anime-Onlys, nee, nutzt diesen Namen einfach. Ja, Spinecoon, dieses tentakelartige Ding hier, was ihr hier seht, wird von der Community überwiegend, ja, fast von allen Spinecoon genannt. Ist kein Joke, wirklich ist so ein Ding. Also Rückenmark-Kuhn, Wirbelsäulen-Kuhn, wie auch immer man das nennen möchte auf Deutsch. Und der verbindet sich dann hier mit der, ja, schwer verwundeten Ymir und so verwandelt sie sich in den ersten Titan. Die Verwandlung ist also hier aus der Fusion von den beiden entstanden, denn damals war ja Ymir Fritz noch nicht wirklich in der Koordinate. Die war ja noch nicht die Erschafferin der Titan, sondern sie war selber quasi das Geschöpf, was hier mit dieser Kreatur verschmolzen ist. Wir kriegen auch so eine Mitfolgekarte, wo drauf steht, dass man nicht genau weiß, wo dieses Geschöpf herkommt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir noch eine kleine Info kriegen.
Aber naja, stellt euch mal darauf ein, dass wir eine hundertprozentige Erklärung dazu, was dieses Ding ist, niemals bekommen werden. Da kann ich euch direkt schon mal sagen. Aber falls ihr euch dafür interessiert, für den ersten Titan, ich habe dazu schon mal ein ganzes Video gemacht, verlinke ich euch oben, schaut da unbedingt rein. Da spreche ich ausführlich über den, viel ausführlicher, als ich das jetzt hier in der Review überhaupt tun könnte. Möchte ich nur, dass ihr das wisst, gönnt euch auf jeden Fall das Video. Falls ihr das noch nicht gesehen haben, solltet einfach oben auf den i-Punkt. Aber ja, Leute. Der Dienst von Ymir ging dann weiter, nämlich der Dienst bei König Fritz. Ja, der Typ, der sie gerade noch so gefühlt zum Tode verurteilt hat. Und die Frage, die sich viele da natürlich stellen, ist, warum macht Ymir das? Warum verwandelt sie sich in Titan für dieses Arschloch? Warum besiegt sie all diese anderen, diese römerartigen Leute, die da waren, die Leute, die Soldaten? Warum macht sie das? Wieso hört sie auf König Fritz, obwohl der doch eigentlich derjenige ist, der ihr ja Schlechtes gewollt hat? Der Grund dafür ist am Anfang der Folge von Attack on Titan eigentlich schon zu finden und auch irgendwo in Staffel 2 und 3 von Attack on Titan zu finden. Gerade bei der Szene, die wir am Anfang hatten mit Historia, mit dem Buch, mit Frieda, als Frieda gesagt hat, wenn du ein Mädchen, ein gutes Mädchen sein sollst, dann solltest du so sein wie Ymir Fritz. Genauso wie sie, ein Mädchen, was sich für andere einsetzt, was quasi gemocht werden möchte, was gefallen möchte und anderen immer etwas gut tun möchte. Und das ist genau dasselbe, was auf Ymir Fritz zutrifft. Sie ist eine Sklavin gewesen, durch und durch. Sie war auch vorher schon natürlich ein gutes Mädchen, wollte anderen helfen, das haben wir am Anfang der Folge auch schon gesehen, aber sie wollte immer nur anderen helfen und etwas Gutes tun. Und ihr Sklavendasein hat natürlich da noch ein bisschen mehr eingespielt. Das Sklavendasein hat bei ihr dazu geführt, dass sie nicht widersprochen hat, dass sie gar nicht gelernt hat, eigenständig zu denken, gar nicht wirklich sich selbst bewusst war, was ihre Macht angeht, weil ihr quasi Bestreben es gewesen ist, dass sie einfach nur anderen etwas Gutes tun möchte, anderen gefallen möchte. Und so hat sie deswegen auch König Fritz entsprochen. Hat ihm letzten Endes auch 3 Kinder geschenkt, nachdem er so gütig gewesen ist und ihr seinen Samen geschenkt hat. Leute, bei dem Satz haben sich doch Safe Call die meisten von euch gedacht, boah, Bruder, aber heftiges Geschenk, Alter, dass du ihr deinen Samen schenkst. Mashallah. Nee, mal Spaß beiseite, Leute, what the fuck, oder? Ja, und so kam es dann, dass die 3 Kinder geboren wurden. Nämlich die 3 Kinder, Leute, und wieder coole Sache, richtig geil gemacht, finde ich, von Isayama. Die 3 Kinder hießen einfach Maria, Rose und Sina. Sina übrigens die cuteste von den 3, wenn ihr mich fragt. Nach den 3 wurden auch die Mauern letzten Endes benannt. Letzten Endes passiert es dann so, dass der große König Fritz hier überfallen wird, quasi von seinen eigentlich schon fast ergebenen Gegnern. Doch Ymir Fritz springt davor, fängt den Stab ab, den Speer ab und sie stirbt dabei. Und Ja, Leute, ich weiß, viele von euch denken sich gerade so, hä, wieso stirbt Ymir Fritz da? Das macht doch gar keinen Sinn, dass sie an diesem Punkt stirbt. König Fritz sagt doch auch so, hä, du, ich weiß, dass sich das nicht umbringt. Nun, und da sind die ganz schlauen Füchse von euch, die Final Season richtig aufmerksam geguckt haben und gerade noch die erste Hälfte von Final Season geguckt haben, die können sich die Antwort vielleicht schon denken. Erinnert ihr euch an die Folge, als Reiner quasi vor Eren stand, Eren sich verwandelt hat in dem Keller und Reiner sich dann in seinen eigenen Händen sozusagen versiegelt hat und keinen Lebenswillen mehr hatte, da haben wir eine sehr interessante Info bekommen, nämlich die Info, dass ein Titanenwandler sich nicht heilt, sich nicht heilen kann und dementsprechend auch ganz normal sterben kann von einer normalen tödlichen Wunde, die einen normalen Menschen umbringen würde, wenn er keinen Lebenswillen mehr hat. Und genau das ist in dieser Szene passiert. Ymir Fritz ist weiterhin eine Sklavin gewesen und ihr wurde das auch wieder hier klar gemacht, in der Szene, wo sie stirbt, wo sie sich gerade quasi vor den Speer geworfen hat, für ihren Mann, der er ja in dem Moment gewesen ist, und er einfach nur sagt, ja, du bist meine Sklavin, steh wieder auf, los. Und das ist der Moment gewesen, in dem Ymir Fritz ihre Augen geschlossen hat und einfach nicht mehr leben wollte. Und ihr verlorener Lebenswille hat somit zu ihrem Tod geführt. Das Ganze kann auch bei anderen Titanenwandlern 1:1 genauso passieren. Ich hoffe, das ist für euch verständlich rübergekommen, weil es ist absolut logisch in der Welt von Attack on Titan, im Rahmen der Welt von Attack on Titan. Ja, so ist dann auch Ymir Fritz letzten Endes in der Koordinate gelandet. Der Ort, diese Paralleldimension, die geschaffen wurde. Wieso die entstanden ist? Naja, Fragen über Fragen, man kann es nicht so 100% sagen. Auf jeden Fall ist sie dann da gelandet und fortan ist sie diejenige gewesen, die die Titanen geformt haben. Auch die Koordinate oder die Koordinate wurde in diesem Moment quasi erschaffen, sie entstand in diesem Moment und ich fand das Bild auch ganz gut, als sich dann Sina, Maria und Rose an dem Leichnam ihrer Mutter belabt haben, ja, also die haben dann einfach ihre Mutter gefuttert, damit sie ihre Titanenkräfte kriegen. Boah, Leute, Alter, das ist aber auch ein Szenario, ne, das musst du dir erstmal ausdenken. Und so sind dann die ersten 3 Strahlen entstanden, oben, bei der Koordinate. Natürlich, weil die Kräfte
Kräfte erstmal unter dreien aufgeteilt wurden. Und weiterhin haben die sich immer mehr aufgespalten, wie wir es letzten Endes gesehen haben, über die verschiedenen Generationen. Richtig, richtig heftiges Ding auf jeden Fall, wie das da zustande gekommen ist. Ja, Leute, so können wir dann erstmal weitergehen in die Szenerie, wo wir dann sehen, dass König Fritz die Eldia-Herrschaft natürlich über die ganze Welt ja etablieren wollte und so auch irgendwo Ymir Fritz weiterhin versklavt hat durch seinen Willen, den er an seine Kinder, an seine Nachkommen weitergegeben hat, die ja immerhin dafür sorgen sollten, dass die Eldia das mächtigste Volk der Welt werden. Und Ymir Fritz, das konnte er natürlich nicht wissen, musste in der Koordinate über für ihre Verhältnisse hunderte, tausende von Jahre genau das machen. Titanen erstellen. Immer wieder. Wir haben da echt krasse Szenen gehabt, wo sie da mit ihrem Sandeimer da umhergelaufen ist, die Titanen geknetet hat, gefühlt aus Sand. Wirklich eine heftige Szenerie, wie ich einfach so sagen muss, ne? So, dann sind wir aber wieder in der Gegenwart. In der Gegenwart, sage ich schon. Wir sind wieder in der Koordinate mit Eren und Sieg. Und da geht's dann natürlich zur Sache. Das, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, nachdem Sieg hier Ymir den Befehl gibt, dass sie den Euthanasieplan durchführen soll, dass die Eldia keine Kinder mehr kriegen sollen, reißt sich Eren hier frei mit der mega krassen Performance. Und er rennt zu ihr und umarmt sie. Und die Worte, die Eren zu Ymir sagt, sind einfach stark. Ich habe die damals im Manga schon unglaublich gefühlt. Und ich fühle sie auch an dieser Stelle wieder, weil Eren einfach die Wahrheit spricht. Und genau das ist auch das gewesen, was Ymir hören wollte. Eren sagt zu ihr, dass sie kein Monster ist, dass sie keine Gottheit ist und dass sie einfach nur ein normaler Mensch ist, dass sie auch all das nicht sein muss. Sie muss kein Monster, keine Göttin oder sonst was sein. Und die Welt, die jetzt Ymir versklavt hat, diese Welt will Eren zerstören, wenn sie ihm nur die Kraft gibt. Und das ist dann genau das, was passiert. Eren bekommt von Ymir Fritz die Kraft des Urtitans zugegeben. Und so springen wir jetzt auch endlich wieder in die, in Anführungsstrichen, Realität. Da, wo ja die ganze Zeit quasi die Zeit angehalten ist, habe ich ja die letzten zwei Reviews immer wieder angesprochen, dass in der Gegenwart oder in der Realität keinerlei Sekunde vergeht, aber jetzt hier geht's los. Und ich finde, denn der Shot ist ja eigentlich ganz lustig zu betrachten, wenn man bedenkt, Gabi hat gerade noch Erens Kopf abgeschossen, schießt den ab und wirklich eine Sekunde später geht auf einmal die Scheiße los. Auf einmal geht wirklich die ganze Welt den Bach herunter. Wir sehen nämlich hier, wie das Vieh, ja, Spinecoon, aus Erens Körper herausgeschossen kommt und sich dann in den Kopf von Eren bohrt. Und dieser Kopf bewegt sich dann auch wieder. Echt krass, auch wie Erens Augen sich dann auf einmal bewegen und auch Siegjäger hier mit von diesem Vieh eingesaugt wird. Das ist übrigens eine Anime-Original-Szene, will ich nur mal so sagen. Die gab es im Manga nicht, die ist auch für uns Manga-Leser neu. Es ist aber eine Szene, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Also wirklich, die ist mega wichtig, finde ich. Weil sie beantwortet eine Frage, die sich viele Manga-Leser für einen späteren Zeitpunkt in der Story gestellt haben. Daher werde ich da jetzt nicht großartig weiter drüber reden. Aber echt schön, dass sie die Szene mit eingefügt haben. So hat man auch als Manga-Leser nochmal ein bisschen was hinterhergefüttert bekommen. Finde ich sehr, sehr gut. Daumen geht nach oben, Mappa. Kuss geht raus an dieses ehrenhafte Studio, was hier einen mega krassen Job gemacht hat. Ja, Leute, und was sagt ihr eigentlich zu Erens Urtitan? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem? Alter, sieht das Ding hässlich und ekelhaft aus? Junge, er ist einfach ein riesiger Tausendfüßler. Und ihr habt den noch nicht komplett gesehen, Leute. Ihr habt den noch nicht komplett gesehen. Das ist wirklich ein richtig hässliches Scheißvieh. Alter Falter. Aber naja, mit dem ist es ja nicht getan. Der sieht natürlich schon eklig aus und ist der größte Titan, den wir so je gesehen haben. Aber wir haben natürlich noch was anderes, Leute. Wir haben natürlich noch die fucking Mauern, Leute. Die Mauern fallen einfach. In einem Bruchteil einer Sekunde zerbröseln die Mauern und die kolossalen Titanen setzen sich aus den Mauern in Bewegung. Auch nochmal für die Info, bevor die Frage in die Kommentare kommt. Ja, Leute, das sind alles hirnlose Titanen. Das sind keine Titanenwandler. Das sind einfach 60 Meter große, erstellte Titanen vom ersten König innerhalb der Mauern. Mehr ist das nicht. Ja, das sind keine Titanenwandler. Versteht das nicht falsch. Die werden hier alle jetzt von Eren kontrolliert und machen sich hier auch auf dem Marsch, ne? Denn die Mauern zerbröseln. Wir haben da noch eine coole Szene, bei der Armin erstmal glaubt, dass Eren es geschafft hat, dass Eren auf der Seite von denen ist und dass Eren ja jetzt nur die vereinten Streitkräfte abschrecken möchte, ja, indem er die kolossalen Titanen von Mauer Shiganshina nimmt. Aber Armin muss schon sehr schnell danach merken, holy shit, hinter uns komplette Mauer Maria ist weg, die ist komplett platt. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt hier die Scheiße am Dampfen ist. Eren hat komplett alle kolossalen Titanen aus der Mauer geholt. Und das sagt er dann auch, als er wirklich alle Eldia
in die Koordinate ruft. Er ruft sie, jeden einzeln, auch Mikasa. Mikasa kann in die Koordinate gerufen werden. Sie ist auch eine Eldia. Sie ist halt nur durch die Ackermann-Experimente immun gegen die Gehirnwäsche und immun dagegen, ein Titan zu werden. Ansonsten kann sie auch in die Koordinate. Das ist, für Mikasa ist das nichts Ungewöhnliches. Für diejenigen von euch, die das vielleicht gewundert hat, könnt ihr auch mal mein Video zu den Ackermanns gucken. Mikasa bekam ja überhaupt erst ihre Ackermann-Kräfte über die Koordinate. Genauso wie die Titanenwandler ihre Titanenkräfte über die Koordinate kriegen, so kriegen auch die Ackermanns über die Koordinate ihre Ackermann-Kräfte. Ja, deswegen sollte euch das nicht wundern, dass sie hiermit in der Koordinate gewesen ist. Und ja, Leute, Erens Plan, Erens Gedanken, die er hier hat, einfach heftig. Dass Eren sagt, er hat vor, die ganze Welt auszulöschen. Denn für Eren ist klar, entweder sterben die Menschen innerhalb der Mauern oder alle anderen Menschen außerhalb der Mauern. Denn die Menschen außerhalb der Mauern werden niemals aufhören, die Menschen innerhalb der Mauern zu jagen, töten zu wollen. Es gibt nur sie oder wir. Nach dem Motto handelt jetzt hier Eren. Und ich finde, das ist auch nach wie vor in einem gewissen Rahmen nachvollziehbar, was Eren hier vorhat. Klar, es ist ein absoluter Genozid. Er plant hier wirklich Milliarden von Menschen auszulöschen auf der Erde. Es ist absolut grausam und ihr werdet sehen, dass das auch absolut verwerflich ist. Mir hat aber hier eine Sache gefehlt und das muss ich ein bisschen ausführen für die Leute, die den Manga nicht gelesen haben. Hier wurde bewusst von MAPPA eine Sache erstmal ausgelassen. Eigentlich hätten wir noch gewisse Szenen sehen sollen, so eine halbe Folge, würde ich sagen, fehlt hier so an Content, wo wir eigentlich so ein bisschen mehr Erens Beweggründe hätten sehen sollen. Wir hätten eher sehen sollen, hat Eren vielleicht was versucht? Hat Eren vielleicht ja der Hoffnung eine Chance gegeben? Wollte Eren vielleicht gar nicht diesen brutalen Weg gehen? Hat er vielleicht geschaut, ob es einen anderen Weg gibt? Das sind so Sachen, die uns hier fehlen. Auf Stand des Mangas, wo wir gerade sind, hätten wir diese Szenen eigentlich schon gehabt. Und ich glaube, für viele Leute, die nur den Anime geschaut haben, oder die gerade nur den Anime schauen, den Manga nicht gelesen haben, hätte das geholfen beim Verständnis, wieso Eren jetzt gerade tut, was er tut. So seid ihr ein bisschen ja im Regen stehend, aber laut den Leakern sollen diese Szenen ja ungefähr bei Folge 11 oder 12 von Final Season nachgereicht werden. Ich verstehe noch nicht ganz, wieso das so gemacht wurde. Man möchte vielleicht den Hype, die Action hochhalten, aber naja, wer bin ich, um da zu urteilen? Ich bin mal gespannt, wie sie das letzten Endes machen. Ja, Leute, wie sieht's aus, Leute? Was soll jetzt getan werden? Sind die Menschen dazu in der Lage, was zu tun gegen Eren? Denn Eren hat wirklich aber zigtausende von kolossalen Titanen und alleine einen von dem Platz zu kriegen, ist schon ein Ding, wo richtig was geleistet werden muss. Und die werden jetzt einfach losmarschieren. Eren wird seinen Weg voranschreiben. Das sehen wir in dieser Folge und er sagt es ja auch, bis seine Feinde vernichtet sind. Ein Spruch, den er schon als kleines Kind gebracht hat, als er sagte, er wird sie ausrotten, jeden einzelnen von ihnen. Die Worte des kleinen Eren aus der ersten Staffel, Folge 2, die kann man jetzt nehmen und die kann man jetzt genau auf dieses Szenario einsetzen, was wir hier sehen. Einfach nochmal unnormal heftig und gut gemacht. Ist Eren jetzt der Gute? Ist Eren der Böse? Das ist jetzt natürlich in gewisser Art und Weise jedem überlassen. Jeder kann hier betrachten, wie er die Sache findet. Und jeder wird dazu sicherlich seine eigene Meinung haben. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und es wird wieder heiße Diskussionen anregen. Und so könnt auch ihr mal diese Diskussion befeuern und in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie seht ihr Eren jetzt? Findet ihr das gerecht, was Eren macht? Oder sagt ihr, Erens Weg, einfach alle Menschen zu töten, ist der falsche? Wie gesagt, ich glaube, wenn ihr diese Szenen gesehen hättet, würdet ihr das noch hinterfragen. Denn sagen wir es mal so, es gibt ja nicht nur die Marley auf der Welt, ne? Und nicht nur Menschen, die unbedingt sagen, die Eldier sind böse oder Teufel und die müssen aussterben. Ne? Müssen wir einfach mal so festhalten. Aber gut, dazu werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt noch genaueres sehen. Jetzt bin ich aber erstmal auf eure Meinung gespannt zu dieser Folge. Schreibt mir alles in die Kommentare, Leute. Was war das für eine Banger-Folge? Ich komme noch nicht drauf klar. Ich werde mir die gleich noch das vierte Mal reinziehen, die Folge. Auf absolute Gönnung. Und ja, Leute, wie gesagt, Däumchen nach oben würde mich freuen. Ich hoffe, die Review hat euch geholfen. Und wir sehen uns in altbewährter Frische natürlich wieder. Spätestens bei der nächsten Review. Aber natürlich würde es mich auch freuen, wenn wir uns in der Live-Reaction sehen zur neuesten Folge. Ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage ciao und tschüss.